Ja, in diesem Beitrag zumindest steht die Partei geschlossen hinter der Kanzlerin. Bei mir ist jetzt Professor Tilman Meyer von der Universität in Bonn. Ich grüße Sie. Herr Professor Meyer, Frau Merkel, nicht geschwächt, sagt natürlich Ihre Partei. Wie würden Sie das einschätzen? Sie hat ja immerhin Verhandlungen geleitet, die gescheitert sind. Ja, man hätte natürlich auch eine andere Perspektive in der Partei entwickeln können, dass man sagt, erstens hat sie die Bundestagswahl ja doch nur gerade so gewonnen, also ordentlich Stimmen verloren. Hätte man das früher gewusst, hätten viele Abgeordnete natürlich hier rebelliert. Und dann das Scheitern oder das nicht richtige Führen der Jamaika-Sondierungsverhandlungen sind Punkte, wo man kritisch ist. Und wir haben ja kritische Stimmen schon im Angebot sozusagen. Aber es ist klar, dass jetzt in dieser Phase sie umgekehrt gerade wieder gestärkt wird, weil man sie braucht, weil es von ihr abhängt, weil von ihr auch eine zukünftige Regierung eigentlich doch abhängt. Von daher ist mit ihr nochmal und weiterhin zu rechnen. Die kritischen Stimmen, muss man sagen, sind jetzt keine personell besonders starken Stimmen, aber es gibt sie. Das muss so. Alternativlos sagen ja manche, sei sie. Gibt es vielleicht doch Personen, wo man denkt, da wächst vielleicht noch was heran, wo man jetzt dann vielleicht jetzt nicht in dieser Legislaturperiode, sondern dann drauf schauen kann? Wer könnte das sein? Ja, das sind immer die Fragen, die wir ja schon in den ganzen Legislaturperioden immer wieder hat sich nichts verändert, gestellt, ne? bekommen. Und immer ist die Suchbewegung sehr groß und das Licht sehr stark. Aber das Finden, ausfindig machen von wirklichen Personen, die das leisten könnten, ist einfach schwierig und spekulativ. Natürlich gibt es ein paar Namen, die übrigens auch von der Jungen Union da in Düsseldorf genannt wurden. Aber das Herr ist reichlich irgendwie doch klingt zumindest naiv. Inwieweit hat sie das selber befördert, indem sie vielleicht hat niemanden groß werden lassen, auch aus Machtinstinkt? Kann man das so sagen oder ist das? Ja, es sind einfach nicht genügend, auch insbesondere nicht genügend Männer an ihrer Seite weiterentwickelt worden, sondern wurden abgewiesen oder sollten andere Wege gehen und so weiter, sodass sie jetzt eben recht solitär als Angela die Große nach das ihrem war aber Vorbild. Auch ihre Strategie, ne? Ja, war ihre Strategie, könnte man sagen. Es ist aber auch so ihre Verhandlungsart, die man eben kennen muss. Es gibt natürlich Herrn Altmaier, de Maizière und so weiter. Also Leute, Persönlichkeiten, die doch zu ihr in irgendeiner Weise passen. Das ist offen doch ein schwieriges Beziehungsgeflecht, was sie hier entwickelt hat, was sie aber auch charakterisiert. Schauen wir mal auf die wahrscheinlich anstehenden Verhandlungen zur Großen Koalition. Auch wenn die, das muss man immer wieder sagen, noch nicht beschlossen sind. Die SPD stellt ja schon inhaltliche Bedingungen, Stichwort Bürgerversicherung zum Beispiel. Ist die CDU jetzt nicht in einem Dilemma, weil die SPD sich natürlich jetzt aufplustert, wenn ich es mal so sagen darf, und Bedingungen stellt? Ja, damit war ja zu rechnen. Das ist ja sozusagen die Chance der SPD, dass sie eben jetzt in dieser prekären Situation natürlich schon sich stark aufstellen kann. Deswegen jetzt diese Bremsgefühle der CDU, dass man sagt, man kann nicht alles fordern. Das ist nicht eine Alleinregierung der SPD, die da ansteht. Also hier ist jetzt ein Geben und Nehmen und ein Rivalisieren um die inhaltlichen Felder, um die es geht. Aber es bleibt eigentlich kein großer Spielraum. Man muss von beiden Seiten aus aufeinander zugehen. Das war bei Jamaika natürlich auch so. Aber man hat ein bisschen Zeit verloren durch diese 8 Wochen, dass die SPD gesagt hat, sie spielt nicht mit. Unmittelbar nach der Wahl hat sich versagt sozusagen. Jetzt muss sie wieder ran. Das ist natürlich auch ein schwieriges Feld für die gesamte Anhängerschaft, die da doch sehr stark fest zementiert wurde in der Oppositionsrolle. Letzte Frage, vielleicht mit einer Bitte um kurze Antwort. Hatten Sie von Jamaika einen größeren politischen Wurf, vielleicht mehr politische Neuerungen erwartet, als wir jetzt von der Großen Koalition, die ja vielleicht ein weiter so bedeutet, erwarten können? In gewisser Weise ja. Es wäre zumindest eine gewisse Innovation, auch durch die Kombination dieser 3 oder 4 Parteien möglich gewesen.
Es hätte auch sozusagen die Spannungen, auch die Unterhaltung sozusagen der politisch Interessierten natürlich beflügelt, was daraus kommen kann, wo man investiert und so weiter. Bei der Großen Koalition ist man jetzt einfach ein bisschen in dem Trott, den wir bisher schon haben. Insofern ist die Begeisterung von allen Seiten nicht so wahnsinnig groß, verständlicherweise. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. Wir reden gleich weiter. Vielen Dank bis hierher.